Hallo und herzlich willkommen. So, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir machen nochmal wieder 20 Minuten richtig guten Content für dich, wenn du sichtbarer werden möchtest. 5 einfache Schritte für garantiert mehr Expertenstatus. Und wenn du mit deinem authentischen Business, zum Beispiel als Coach, als Therapeut, als Heilpraktiker, sichtbarer werden möchtest und raus aus dem Teelicht und rein in diesen Expertenstatus, von dem ich hier rede, dann bist du hier richtig. Denn ich möchte dir zeigen, dass es ganz einfach geht. Und in 5 einfachen Schritten, die dich garantiert sichtbarer machen, mehr Kunden anziehen lassen und dein Einkommen, ja, wenn du willst, bis zu 30% oder 70% wachsen lassen kannst, weil du als starker Leuchtturm endlich zu deinem Wert stehst. Für all das stehe ich hier ein. Seit Jahren begleite ich Menschen in ihre Lebensaufgabe und erfolgreicher und sichtbarer zu werden. Ich habe selber meinen Blog gestartet 2011 aus dem Dschungel von Rio, um sichtbarer zu sein für meine Kunden. Und ich habe mich durchgeboxt durch das Online-Business. Und das geht schnell und das geht authentisch, auf eine authentische Art und Weise. Denn wenn du schnell sichtbar werden möchtest, kannst du nackt durch die Fußgängerzone laufen mit deinem Logo hinten auf dem Rücken. Ja, auch so geht Sichtbarkeit. Aber wenn du es authentisch möchtest, dann zeig deine Kompetenz immer und ständig und selbstständig. Und sei dieser Leuchtturm, von dem ich immer rede, denn nur so können wir dich wahrnehmen, wenn du einfach permanent ein starkes Licht zur Verfügung stellst und einfach für das stehst, was du da brennst, wenn du schon weißt, wofür du da bist. Und ich habe viele Kundengespräche oder Gratisgespräche, wo Menschen zu mir kommen und sagen, niemand nimmt meine Posts wahr. Also Facebook kann ich auch wochenlang in die Tonne treten, weil wenn ich dann was poste, sehen es irgendwie nur paar Leute, 10 oder 15. Und ich kenne das ja selber, der Algorithmus ist sehr, sehr hart geworden. Früher waren meine Posts auch viel besser. Aber es gibt Mittel und Wege, wie das geht und wie du einfach permanent dich sichtbarer machst. Und das geht nicht nur online und darum auch dieses Video. Expertenstatus kannst du überall sein. Ich habe nun mal diese 2 Tools, Facebook und Instagram, für mich gewählt. Was auch immer das bei dir ist, hängt ja von dir und deiner Lebensaufgabe, deinem Thema ab. Das heißt, hab keine Angst, dich zu zeigen, und es gibt sicherlich auch deinen Kanal. Ich möchte dir in diesen 5 Schritten zeigen, wie einfach das geht und wie auch du diesen Mut bekommst, zu sagen, ja, ich fange es wieder an und ich verstecke mich nicht mehr wie so ein kleines Teelicht zu Hause, sondern ich traue mich auch nochmal. Und du brauchst nicht in die Konkurrenz gucken nach links und rechts. Die haben teilweise große Teams dabei, ein großes Werbebudget von 3.000 Euro monatlich. Deswegen fang doch mal mit deinem Thema an. Fang mit deinen kleinen Schritten an, die du gehen kannst. Und ich bin mir sicher, du wirst innerhalb von kürzester Zeit deutlich sichtbarer, als du es jetzt bist. Denn ich habe es so satt, so viele gute Leute zu sehen, die dann wirklich, die haben, die Seite ist nicht verknüpft mit dem persönlichen Profil auf Facebook oder irgendwie Posts werden nicht gelesen, weil du einfach viel zu wenig machst. Und hier haben wir einfach, ich habe mal einfach alles zusammengeschrieben, was mir dazu eingefallen ist. Und ich bin mir sicher, da sind Sachen dabei, die du noch gar nicht gemacht hast oder die du lange her irgendwann mal gemacht hast und dann gesagt hast, ah, bringt ja nichts. Und inzwischen ist es vielleicht genau das Ding, was du jetzt mal wieder machen solltest. Also 20 Minuten Content wieder für dich, wie du am schnellsten sichtbarer wirst und wie du schnell diesen Expertenstatus erreichst. Und ich meine damit, dass du dich wirklich als jemand hinstellst und sagst, bei dem kann ich was lernen, bei dem kann ich was erreichen. Wenn ich mit dem arbeite, dann habe ich mein Ergebnis. Ist es bei dir der Fall? Ich hoffe doch. Und ich hoffe, du kannst der Welt wirklich mit einem tollen, ja, mit einer tollen Dienstleistung weiterhelfen. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das richtig ist, dann bitte einfach nur noch diese Schritte folgen. Wenn du nicht so ganz weißt, oh, wohin soll ich mich jetzt orientieren, dann weißt du, wo du mich findest, denn genau das ist ja mein Ding, Leute wirklich auf ihre Lebensaufgabe zu bringen und als Experte sichtbar mit 70% Wachstum hatte eine Kundin. Hammer. Letztes Jahr. Also, die 5 einfachen Schritte. Erstens, hast du schon mal offline gedacht? Offline ist, du kannst überall jetzt Veranstaltungen besuchen. Es gibt so viele Vorträge und Events, die es gibt, Meetups,
zum Netzwerken irgendwo gehen. Frauenstammtische, Speaker-Stammtische, was auch immer. Schau dich doch mal um beim Meetup oder anderen Netzwerkveranstaltungen, ob du nicht mal da einen Stapel Visitenkarten mitnimmst. Es gibt auch diese Frühstückstreffs um 7.30 Uhr, nicht so meins. Habe ich eher negativ, also meine Erfahrungen waren da nicht so doll, aber es gibt so viel. Und wenn du ein Netzwerker bist, dann schau dich doch mal um oder frag mit einem Post, kennt ihr die besten Netzwerksveranstaltungen in München, in Berlin oder wo auch immer, und dann werden dir schon einige dann sagen, wo sie immer hingehen. Du kannst selber auch Menschen zusammenbringen, das heißt, wenn du sagst, mein Thema ist so und so, ich möchte jetzt genau diese Leute mal versammeln, dann erstell doch selber so eine Veranstaltung, entweder also offline mit so Meetups oder du machst dein eigenes Event. Ne, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Event war nicht mein erstes. Ich habe auch schon 2015 und 2014 solche Seminare gemacht und Vorträge noch und nöcher habe ich gehalten. Du kannst Leute fragen, ob du bei ihnen einen Vortrag halten kannst. In Firmen oder bei Menschen, die eben solche Events halten, dass du sagst, ich bewerbe mich bei denen. Und wie gesagt, fang es selber an. Auch das kannst du machen. Und du kannst damit dann sichtbar werden. Du kannst die Straße plakatieren, du kannst Anzeigen schalten. Auch mit wenig Budget dir einfach einen Namen machen, indem du einfach immer das Gleiche machst. Immer jeden Monat einen Stammtisch für Frauen oder für irgendwie einen bestimmten Circle von Menschen, den du eben ansprichst und suchst. Du kannst Reden halten in Firmen, wenn das genau dein Thema ist, ne, Mitarbeiterführung oder was auch immer. Bring doch mal dein Thema in, was braucht die Firma? Und dann geh offline in Firmen und mach dich dort sichtbar. Der nächste große Baustein, ich mag es gerne, weil dann habe ich auch mehr Zeit für mein Kind. Online ist mein Ding, weil ich bin nun mal auch so ein bisschen so ein Technik-Nerd. Nicht jedem liegt das. Aber ich bin mir sicher, wenn du es einmal richtig machen würdest, wenn du viermal in der Woche etwas machen würdest für deine Posts, für deine Sichtbarkeit, ich habe letzte Woche gemacht, was soll ich posten, wie oft soll ich posten, ne, viermal die Woche mit einem bunten Mix aus Videos, aus Posts, aus Zitaten, Fragen und so weiter, mach dich doch mal sichtbar, richtig, nicht nur einmal die Woche. Es gibt Social Media, es gibt einen YouTube-Kanal, da kannst du zu deinem Expertenthema, wenn du dich mit Ernährung und Allergien auskennst, mach doch da eine Serie draus, stell das online. Mir hat jemand gerade empfohlen, irgendwie Einschlafvideos, die in die Millionen von Klickraten gegangen sind, weil derjenige einfach, der hat 5 Einschlafmeditationen ins YouTube gestellt und die sind wirklich viral gegangen, ja, weil derjenige jeden Tag raufklickt und das wieder hört, weil er sagt, oh, dann möchte ich nochmal so gut einschlafen, da nutze ich doch nochmal dieses Video. Ist doch mega, ist so eine schöne Sache, wie man irgendwie sein Video einfach in eine Sichtbarkeit von Tausenden oder Hunderttausenden oder Millionen bringen kann. YouTube, super, Google, es gibt so viele Möglichkeiten. Und du kannst Webinare halten, Videotrainings für dein Thema, was wirklich authentisch, ehrlich, gesundheitsbewusst, was auch immer, empathisch ist, halt doch mal da so ein paar Workshops online. Ich habe jetzt 3-mal hintereinander eine Veranstaltung erstellt bei Facebook und bin jetzt 3-mal um eine ähnliche Uhrzeit live gegangen mit einem Content-Video. Ne, wenn dir das gefällt, dann teil doch bitte dieses Video aus Wertschätzung vor meinem Inhalt, den ich dir hier zur Verfügung stelle und sag, hier kannst du sichtbarer werden. Ein tolles Video von Jyoti Ma. Und schon hast du wieder auch deinen Algorithmus gefüttert, weil du ein Video, was wahrscheinlich Tausende sehen, weiter teilst. Dann ist auch bei dir wieder mehr los. Facebook belohnt dich dafür. Und ich bin mir sicher, wenn du irgendwas drunter kommentierst, auch bei Instagram, dann wird auch der Algorithmus wieder das mögen. Wir mögen diese Interaktion, wir mögen Kommentare. Also erstell einen Kommentar drunter, teile das Video und ich bin mir sicher, es wird auch dir gut tun. So wirst du am schnellsten sichtbar.
Also, Podcast kannst du machen, gibt's auch schon ab 10, also wirklich einfachen Podcast zu erstellen. Ich habe in 1,5 Stunden einen Podcast-Kanal erstellt, inklusive dem ersten Beitrag über podcaster.de, ging super einfach. Und wie gesagt, Live-Videos, dafür brauchst du nicht viel, nur eben mal dein Handy, gehst hochkant live und erzählst der Welt, was du für sie vorbereitet hast und machst dir vorher Gedanken, was es sein kann. Auch in deiner Nische, auch in deinem Alter, es gibt keine Ausrede für nicht machen. Also offline, online, nochmal genau angucken, was kann ich denn da machen? Denn auch du kannst Experte werden, wenn du halbwegs vernünftiges Wissen angesammelt hast und dich einigermaßen vorbereitet hast, dann bin ich sicher, du kannst schon Experte sein. Und manche Leute schreien da ziemlich laut mit und warum bist du so leise mit deinem Wissen? Dritter Punkt, Pressearbeit. Hast du der Presse schon mal von deiner Arbeit erzählt? Wirklich, Presse um dich rum, ne? Auch wenn du meinst, irgendwie das interessiert keinen, hast du es denn schon mal erzählt? Schreib einen Brief, schreib eine Bewerbung, schreib irgendwie einen eigenen Beitrag, in dem du sagst, ich habe hier schon vorrecherchiert. Da sind auch schon 5 Leute, die sagen auch das Gleiche. Den habe ich auch schon irgendwie meinen eigenen, also kannst einen eigenen Beitrag schon der Presse vorstellen und sagen, habe ich alles schon mit Veröffentlichkeitserklärung sozusagen. Hier 5 Experten sagen genauso, das Glück ist wichtig in meinem Leben. Deswegen hier mein Beitrag über Glück. Hast du so einen Beitrag schon mal an die Presse geliefert? Ich bin mir sicher, auch sowas kann super gut durchgehen. Auch regionale Presse interessiert sich dafür. Ne? Was weiß ich, Freudenstädterin holt hier, hat einen tollen Auftritt als Speaker oder was auch immer. Du kannst in Magazinen Beiträge schalten, teilweise für Geld, teilweise auch ohne, wenn das Thema sehr, sehr interessant wird. Alles, was irgendwie Emotionalität hat, mag die Presse. Und du kannst Interviews halten, TV-Sender, kleine wie große. Presse und TV-Sender mögen dich eben, wenn du eine tolle Arbeit machst und wenn du dich mal vorstellen magst. Und wenn du so einen Beitrag hast, dann poste den natürlich und mach dich überall damit bekannt. Viertens, schreib ein Buch oder mehrere. Ich habe jetzt schon mein 5. Buch geschrieben. Es ist kein Hexenwerk mehr. Ich brauche dafür keinen großen Verlag. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie das geht. Findest du vor 2 Wochen die 10 besten Tipps, um einen Bestseller zu veröffentlichen. Schau es dir an. Absolut einfach nachmachen in 41 Tagen. Bestseller. Bam. Und Punkt 5, Erfolg kommt von Tun. Also, wo geht deine Freude hin? Folge der Freude. Ich hätte Lust auf ein Kinderbuch. Warum machst du es nicht, auch wenn du was anderes machst? Vielleicht ist ja genau da deine Freude und deine Nische, mit der du so ein ganz kleines, spezielles Ding nochmal machst, was dann irgendwie viral geht oder sichtbar wird oder was auch immer. Hochwertige Inhalte für deinen Tribe erstellen. Weißt du, wer das ist? Kennst du die Leute, für die du da bist? Dann mach doch was für die. Genau für die. Beton da, ne? Coaches, Therapeuten habe ich reingeschrieben. Und ohne dein Wachstum gibt es auch immer keine Sichtbarkeit. Das heißt, du musst dich trauen, live zu gehen, der Presse zu schreiben, in ein Interview zu gehen. Und meine Kundin Cornelia Ziet hat dieses Wochenende einen ganz tollen Vortrag gehalten in Österreich. Und sie ist aus ihrer Komfortzone rausgegangen. Sie hatte wirklich gerade eine schwere Zeit, aber sie ist rausgegangen und gesagt, sie macht diesen Auftritt. Und ich habe sie ein halbes Jahr begleitet, wie gesagt, von Online-Kurs, von einem Freebie bis zum Buch und jetzt bis zum Auftritt. Und ich bin so stolz, dass sie das gemacht hat. Denn da ist das Wachstum, Komfortzone verlassen, Wachstum. Und die Lebensaufgabe angucken, ist das wirklich meins? Du musst nicht Podcast, Blogartikel, Online-Magazin, alles rausgeben, wenn es nicht deins ist. Mach doch eine Sache, für die du wirklich brennst. Und wenn du jetzt mal die Augen schließt und sagst, was ist denn das, für was ich brenne? Na, und dann machst du genau diese eine Sache, die jetzt kommt. Augen schließen und nochmal überlegen, was könnte ich tun, um sichtbarer zu werden? So. Und das schreibst du jetzt auf und das machst du mal diese Woche. Mach doch diesen Impuls, den ich dir hier gerade geschenkt habe.
Und du kannst Weiterbildungen machen in bestimmten Themen. Wie geht denn das? Es gibt Leute, die kennen sich super mit Facebook aus, andere mit Instagram. Andere helfen dir, wie gesagt, von der Lebensaufgabe sichtbar zu werden bis zur Bühne. Meine Kernkompetenz ist das, dich lebendig zu machen und dich dahin zu bringen, dich zu zeigen und einfach ja, deine Kunden so anzuziehen mit dieser Freude und dieser Begeisterung. Denn du kannst viel, viel investieren im Moment. Das ist auch nochmal so ein Hinweis. Viele Leute verkaufen dir gerade sehr große Wahrheiten. Die kosten teilweise Tausende oder 10.000 oder irgendwie im sechsstelligen Bereich, keine Ahnung was. Guck nochmal ganz sicher, brauchst du das, brauchst du diese Ausbildung und so weiter, weil du brauchst Kunden, du brauchst Sichtbarkeit und alles nach Schritt für Schritt auf deinem Lebensweg. Was liegt denn wirklich auf deinem Lebensweg? Nur so arbeite ich. Ich schaue ganz genau, ist das dran für mich? Sonst lasse ich es liegen. Und so minimiere ich meine Arbeit. Ich habe immer weniger Arbeit, immer weniger zu tun und immer mehr Erfolg und ich steigere auch meinen Umsatz und meine Kunden sind immer, werden immer klasser, also immer, immer besser. So, also ohne Kunden gibt es keinen Umsatz und ohne diese Investition in dich selbst kannst du vielleicht deine Komfortzone nicht verlassen. Überleg doch nochmal, was brauche ich? Kannst du das alles selber? Brauchst du jemanden? Und wenn ja, was brauchst du? Mach dir nochmal diese Klarheit hinten im Kopf und das 2020 wirklich dein Jahr der Sichtbarkeit wird. Was musst du noch tun, um das vorher aufzuräumen hinter dir? Also was musst du tun, damit Sichtbarkeit erfolgen kann? Und ich bin mir sicher, es ist nicht mehr viel. Es gibt da auch wieder die vielen Schweinehunde, die dich davon abhalten, so, ja, ich bin ja noch nicht fertig, da und da, oder meine Tochter ist noch nicht. Ich sag's nochmal, ich bin alleinerziehende Mama einer fast 7-jährigen Tochter. Ich bin 2011 online gegangen aus dem Dschungel von Rio und ich habe weitergemacht, nachdem mein Baby da war, mit dem Kind teilweise auf dem Arm, Webinare gehalten, Interviews gehalten mit Tobias Beck oder Rüdiger Dahlke für meine Online-Konferenz. Für meine Online-Konferenz. Also, es gibt keine Ausreden fürs erfolgreich machen, fürs Tun. Und wie gesagt, wenn du möchtest, dann bin ich da für dich. Teile dieses Video, damit auch du diese Sichtbarkeit bekommst, wie ich sie teilweise schon habe, mit vielen tausenden Followern und tausend in meiner Gruppe fast. Komm dazu, mach dich sichtbar mit deinem YouTube-Kanal, mit deiner Facebook-Seite in meiner Sei-Ein-Leuchtturm-Community, die findest du hier drunter. Und auch da kannst du wieder neue Fans und Kunden finden, vielleicht. Und die Sichtbarkeit mit deiner glasklaren Positionierung, die nur aus dir herauskommt, nämlich aus deiner Lebensaufgabe, das ist Bestandteil in meiner Light Leader Academy, die ich jetzt am 17.02. nächsten Montag starte. Bis Donnerstag ist noch Anmeldung, danach ist Schluss. Und all die dabei sind, erhalten garantiert einen Auftritt im Oktober in Hamburg bei meinem Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht Event. Das Event zum Thema Zeig dich und es gibt wenige Plätze. Das heißt, wenn du sichtbar werden möchtest, dann möchte ich dich bitten, jetzt in der Ausbildung dabei zu sein und deinen Weg Richtung Speaking, Vorträge, Buchschreiben mit mir zu gehen. Und wenn du überzeugt davon bist, was hält dich jetzt noch davon ab? Ich bin da für dich mit deiner Lebensaufgabe, mit viel Einzelsessions, mit viel 1:1 Arbeit, dich in 5 Monaten wirklich erfolgreich und sichtbar zu machen. Und in 3 Monaten könntest du schon dein Business aufgebaut haben, dass du diese Investition in dich selbst, was du sozusagen in diese Ausbildung steckst, sofort rausholen kannst. Ich bin mir sicher, auch dein Hochpreis-Coaching oder dein Paket für deinen Tribe wartet drauf, jetzt zu starten. Und es hält dich nur zurück, dass du nicht wirklich verkaufst, dass du dich nicht wirklich sichtbar machst und dass du nicht richtig weißt, wofür du brennst. Und dann hast du immer diese Handbremsen noch in der Hand, um dich nicht zu zeigen. Die Zeit der Unsichtbarkeit, die Zeit des Teelichts ist wirklich vorbei. Ich bin mir sicher, wir schaffen das in 5 Monaten zu einem wirklich erfolgreichen Expertenstatus aus dir heraus. Das Ziel ist die Freude, das Ziel ist die Erfüllung
mit noch weniger Arbeit viel mehr zu verdienen und auch im familiären Hintergrund mehr Spaß mit den Kindern zu haben, mehr Zeit mit der Familie, mit deinem Partner, einfach weil du jetzt ein super Business hast, was so nischenmäßig läuft und einfach glasklar deinem Lebensweg entspricht. Ich freue mich drauf, das mit dir zu machen und begeister die Welt mit deinem Wissen, deinen Vorträgen, Büchern, deinem Expertenstatus. Erzähl der Presse davon, geh ins Interview und zeig dich. Und ich bin die Erste, die dir applaudiert und dich feiert und mit dir diesen Beitrag dann teilt. Also, mach dich sichtbar. Ich bin der Meinung, du kannst das ganz, ganz schnell. Und da musst du nicht die Fußgängerzone nackig da herumlaufen. So, ich hoffe, das wird aufgezeichnet hier alles. Und ich freue mich drauf, von dir zu hören. Melde dich jetzt zum Gespräch, wenn du nächsten Montag dabei sein möchtest. Und nur in dieser Gruppe gibt es die Plätze zu dem Event, weil 5 Monate, ne, das Endergebnis ist Vorträge, Speaking, wenn das dein Ding ist von deiner Lebensaufgabe. Und dann sind nur noch wenige Monate bis zum Auftritt auf meinem Event. Ich freue mich drauf und melde dich heute bei mir. Ganz, ganz liebe Grüße und mach dich sichtbar. Es geht. Du kannst das. Tschüss, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.